Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung der parapsychologischen Theorien. Wir sind bei Video 5 angelangt und ich habe mich dazu entschieden, die physikalischen Grundlagen in zwei Videos zu machen, einfach weil es vom Umfang relativ viel ist und ich festgestellt habe, bei den komplexen Themen möchte ich jetzt nicht über eine Stunde am Stück sowas machen, das ist immer ganz ungünstig. Daher werden wir das in zwei Videos teilen. Im ersten Teil, den wir jetzt machen, behandeln wir den Energieerhaltungssatz, die Entropie und die drei Newtonschen Gesetze und ja, fangen wir einfach mal damit an. Der Energieerhaltungssatz ist vielleicht vielen bekannt und ist relativ simpel von der Grundidee, der besagt, dass die Energie in einem System konstant ist und bleibt. Ich habe jetzt mal als Beispiel den Kohlenstoffkreislauf genommen, das ist natürlich insgesamt ein schlechtes Beispiel, rein optisch, weil ein Kohlenstoffkreislauf hat was mit einem Feststoff zu tun, aber symbolisch passiert hier dasselbe. Innerhalb des Kreislaufs kann es nicht verloren gehen oder entstehen und genau das ist die Idee, denn Energie kann weder erzeugt noch verbraucht werden, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden und deswegen ist Energie auch wie ein Kreislauf. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was sich, denke ich, jeder vorstellen kann, die Methanverbrennung. Chemisch gesehen haben wir CH4, das ist Methan, plus 2O2, was Sauerstoff ist, reagiert zu CO2, den Kohlendioxid und 2 mal Wassermolekül. Und betrachtet man diese Reaktion mittels der Enthalpie der Stoffe, also deren rein Energiegehalt, in der in der Regel ein Joule angegeben wird, gibt verschiedenste Energieeinheiten, aber das ist so die gängigste. Daher ergibt sich folgende Formel. Wir setzen einfach aus den Tabellenbüchern das für die Stoffe ein. Da haben wir minus 75 Kilojoule plus 2 mal 0 Kilojoule reagiert zu minus 393 Kilojoule plus 2 mal minus 242 Kilojoule. Heißt also, minus 75 Kilojoule reagieren zu minus 877 Kilojoule und da sehen wir, die chemische Energie hat also um 802 Kilojoule abgenommen. Und das ist an sich ein Problem, weil das würde bedeuten, Energie ist verloren gegangen. Das ist unlogisch. Und da sie nicht verloren gehen kann, muss sie folglich in Wärme und Lichtenergie umgewandelt worden sein. Und genau das ist natürlich auch passiert und das wollen wir auch. Dafür haben wir ja das Methan ursprünglich verbrannt. Bei dieser Reaktion hat zwar die chemische Energie abgenommen, um 802 Kilojoule, aber in genau derselben Menge hat natürlich die Licht- oder thermische Energie zugenommen. Das gilt natürlich für alle Energieformen und ist damit auch für die Parapsychologie ganz spannend, denn hier haben wir ganz viel mit Energie und wahrscheinlich Energieumwandlung zu tun. Denn im Prinzip ist ein Spukphänomen ja eigentlich auch nur irgendeine Form von Energie. Eine Geisterscheinung ist eine Lichtenergie, Geräusche sind akustische Energie, Bewegung von Gegenständen ist kinetische Energie. Aber das ganz, ganz genau dann im Theorievideo zu Geistern beim Bereich der Energiethese. Was wir aber schon mitnehmen sollen ist, es muss also einen Ursprung für die Energie geben, also eine Quelle von Energie, die umgewandelt wurde. Diese muss natürlich dann auch messbar sein, zum Beispiel ein EMF-Meter oder Temperaturänderung. Wir haben also theoretisch drei Messpunkte. Mal als Beispiel, wir sagen, dass eine Geisterscheinung auftritt und die Energie muss irgendwo herkommen, zum Beispiel sinkt die Raumtemperatur. Das heißt, wir können die Raumtemperatur messen, das ist der Ursprung der Energie, die sinkt und wird umgewandelt in Lichtenergie, den Geist. Den können wir dann halt auch mittels Video in Anführungszeichen messen. Und auch von A nach B, das lässt sich messen, denn bei jeder Energieumwandlung kommen Verluste. Und das wird sich hauptsächlich in Temperaturdifferenzen nochmal genau vor Ort oder aber, was noch höchstwahrscheinlicher und energetisch wichtiger ist, in elektromagnetischen Feldern ausdrücken, die wir auch messen können. Wir haben also drei Ansatzpunkte zu messen. Wichtig dabei zu wissen ist aber, dass Energie nur innerhalb eines Systems konstant ist. Also nehmen wir mal dasselbe Beispiel, wir sehen dann Geistphänomen und wir sehen oder können nicht messen, woher auf einmal die Energie käme, um diesen zu erzeugen. Dann müssen wir die Schlussfolgerung ziehen, okay, diese Energieumwandlung ist nicht innerhalb des Systems passiert, sondern die Energie für den Geist, für die Geisterscheinung muss aus einem anderen System gekommen sein. Und das wäre dann nicht mehr die Energiethese, sondern dann würde man den Sprung zur Dimensionsthese machen, wobei natürlich gelten muss, dass in beiden dieser Systeme
in der Summe die Energie trotzdem wieder null ist. Also den Geist, den wir sehen, hat natürlich zur Folge, dass insgesamt die Energie im System zugenommen hat. Und wo auch immer die Energie herkam, sagen wir jetzt einfach mal simpel aus einer anderen Dimension, da muss die Energie im gleichen Maß natürlich abgenommen haben. Und eventuell kann es natürlich sein, dass bei dem Übertrag auch Verluste zustande gekommen sind. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil in der Regel kommt es immer bei Energiebewegung und Umwandlung zu irgendwelchen Verlusten. Das sehen wir jetzt hier auch gut im Beispiel, wenn wir hier bei der Methanverbrennung bleiben. Dann würde in dem System Kraftwerk die Energie um 877 Kilojoule sinken. Das ist jetzt alles nicht berechnet. Also beziehungsweise, klar, wie viel Energie haben wir für ein Molekül jetzt noch berechnet. Aber der Rest hier ist dann natürlich geschätzt. Und ja, die Energie wird dann zum Haus geleitet. Und da sollte sie normalerweise in gleichem Maße zunehmen. Aber es gibt natürlich Verluste. Und zwar das Rohr, egal wie gut es isoliert ist, ein Teil der Wärmeenergie diffundiert nach außen. Das heißt, gibt die Wärme einfach ungewollt an die Umgebung ab. Dann haben wir einen Verlust. Hier habe ich den einfach mit 10 Kilojoule angegeben. Und im Haushalt kämen dann nur 867 Kilojoule an. Aber in sich wäre das trotz allem ein System, das konstant ist. Denn wenn man mal alle zusammenrechnet, die minus 877 Kilojoule plus 10 Kilojoule Transportverlust plus 867 Kilojoule, die im Haushalt ankommen, würden wir wieder auf 0 kommen. Und damit wird das natürlich klassisch zur Thermodynamik passen. Bisschen komplizierter und ich weiß, für viele auch schwerer ist die Entropie. Ich versuche, die euch möglichst nahe zu erklären mit Beispielen. Ich weiß allerdings, dass das nicht ganz einfach ist. Wichtig ist erstmal zu wissen, Entropie hat als Kurzzeichen S und beschreibt, wie hoch die Unkenntnis über den aktuellen Zustand aller einzelnen Teilchen ist, aber auch die Unkenntnis oder alle gespeicherten Informationsgehalte, zum Beispiel in der EDV oder sonst was. Vereinfacht wird oft gesagt, die Entropie ist ein Maß für die Unordnung in einem System. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Genauer ist, wie viel Energie braucht man, um Ordnung in das System zu bringen. Und machen wir erstmal hier das Beispiel von der Folie. Ein Eiskristall hat ein relativ regelmäßiges Gitter. Kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Weshalb der Zustand der einzelnen Teilchen uns relativ gut bekannt ist. Wir wissen, dass so ein Kristallgitter eine gewisse Form hat. Die Abstände sind ungefähr identisch. Es ist vergleichsweise ordentlich. Während bei flüssigem Wasser die Moleküle nicht regelmäßig angeordnet sind und somit deren aktueller Zustand unbekannt, also unordentlich ist, weil die sind halt irgendwie lose hin und her sich bewegend und nur mit Wasserstoffbrückenbindung so ein bisschen halbwegs aneinander heftend. Das heißt, die Entropie von Wasser ist größer als die von Eis. Ein bisschen praktisches Beispiel, ich nehme einen Schreibtisch. Ich glaube, das kennt jeder. Man beginnt einen Arbeitstag an einem Schreibtisch, man hat vor, irgendwas zu machen, man schreibt einen Aufsatz, ich mache hier meine Präsentation, ich schneide ein Video, man kann sonst was machen, spielt keine Rolle. Und während man das tut, passieren verschiedenste Dinge. Man telefoniert, vielleicht holt man sich ein Getränk oder irgendwas zu essen, stellt das natürlich vorläufig ab. Man hat Papiere, die irgendwo rumfliegen, die auf den Tisch dann liegen, Stifte etc. Also man verursacht dadurch, dass man arbeitet, irgendwie Unordnung. Mal davon ausgehend, dass wir idealerweise einen sauberen Schreibtisch begonnen haben. Aber am Ende des Arbeitstages wird dieser Schreibtisch nicht mehr sauber sein. Wir haben also Unordnung verursacht. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir aber wollen, dass das System wieder ordentlich wird, der Schreibtisch, Energie aufwenden, um sauber zu machen. Wir müssen also unser ganzes Zeug wieder wegräumen. Und das ist das Prinzip, der Entropie folgt, denn das ganze Universum strebt zur Entropie, zu energiearmen Zuständen. Und wenn wir etwas mit einem höheren, energiegünstigeren Zustand haben wollen, müssen wir dafür Energie bereitstellen. Zum Beispiel bei unserem Schreibtisch, wenn wir Ordnung schaffen wollen, müssen wir halt unsere körperliche Energie darauf ansetzen, Sachen wegzuräumen. Es ist also ein Maß, wie viele Informationen notwendig wären, um von dem aktuellen Zustand in einen idealen Bekannten zu wechseln. Thermodynamisch streben alle Verbindungen, wie schon gesagt, einer möglichst großen Entropie und damit energiearmen Zuständen entgegen. Und mal ein bisschen ein anderes Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben einen Glasbehälter und in der Mitte von denen ist eine absolut perfekt hermetische Trennscheibe, die nicht zulässt, dass von einer zur anderen Hälfte was trinkt. Und wir füllen die eine Seite mit CO2 und die andere mit Sauerstoff. Beide getrennte Systeme haben für sich genommen eine hohe Entropie, da jedes Molekül sich ideal im Raum verteilt aufhält und nicht gesagt werden kann, wo es sich befindet und welchen Zustand es hat. Wir wissen halt nicht, jetzt auf der linken Seite, wo ist genau Molekül 1? Das wissen wir nicht. Das bewegt sich da drin permanent. Das hat keinen festen Platz.
Zweitens, oder wir gehen jetzt weiter, wir entfernen diese Trennscheibe und auf einmal wird aus zwei getrennten Systemen mit einer hohen Entropie ein System mit einer verhältnismäßig niedrigen Entropie. Da in dem Moment klar ist, dass sich auf der linken Seite nur CO2 und auf der rechten ausschließlich Sauerstoffteilchen befinden. Wir wissen zwar immer noch nicht für jede Seite, wo sich das jeweilige befindet, aber es ist schon mal ordentlicher an sich, denn wir können genau sagen, links CO2, rechts Sauerstoff, passt. Das konnten wir mit der Trennscheibe nicht. Klar konnten wir sagen, Moment, wenn ich jetzt das ganze System betrachte, klar ist links CO2 und rechts Sauerstoff. Aber das waren zwei getrennte Systeme dadurch. Und eine Entropie betrachtet immer nur ein fertiges System. Wie wir schon gelernt haben, strebt ja jedes System nach hoher Entropie. Und deswegen werden sich diese Moleküle in den Gasgemisch so lange vermischen, bis sich diese Ideale im Raum, also im gesamten System, verteilt haben und so eine hohe Entropie vorherrscht. Das ist die sogenannte Diffusion. Teile, die nicht in einem festen Gefüge sind, also keine Feststoffe, sondern hauptsächlich Gase und Flüssigkeiten. Bei Flüssigkeiten kommen natürlich noch hinzu, sind die mischbar oder nicht, aber das ist dann schon wieder ein bisschen zu chemisch. Aber die vermischen sich von ganz alleine, bis sie ideal vermischt sind. Das Gleiche haben wir auch mit Temperatur. Habt ihr einen Raum, den ihr heizt, und einen kalten Raum, und ihr öffnet eine Tür, dann wird kalte und warme Luft sich so lange austauschen, bis in beiden Räumen dieselbe Temperatur herrscht. Oder trifft auf ein Hoch- auf ein Tiefdruckgebiet, dann wird sich an der Grenze, die dann natürlich relativ heftig ist, weil das ein großer Maßstab ist, und da werden starke Winde etc. entstehen und auch Regen, aber da wird auch die Druckverhältnisse sich nach und nach austauschen, weil durch die Entropie das ganze Universum bestrebt ist, dass alles energiearm und einheitlich ist. Und diese ganzen Diffusionsgeschichten sind alles eine Folge davon. Grundsätzlich gilt, umso höher die Temperatur ist, desto größer ist die Entropie. Warum? Teilchen bewegen sich, umso mehr Energie auf sie einwirkt. Das heißt, ein Teilchen mit wenig Energie bewegt sich wenig. Ein Teilchen ist, solange Temperatur vorherrscht, nie in Ruhe. Und wenn man viel Energie drauf gibt, bewegt es sich immer schneller. Das ist auch der Grund, warum Metalle sich beim Erwärmen dehnen. Metalle haben ein festes Gitter. Und das Gitter ist jetzt natürlich nicht wirklich fest. Es ist nicht so, dass auf einmal, ja, ich sag mal, irgendwelche Brücken in Anführungszeichen gebaut werden, auch wenn das chemisch gesehen als Brücken bezeichnet wird, sondern das sind Anziehungskräfte und Kohäsionskräfte zwischen den Teilen, die sowas Ähnliches wie eine energetische Brücke bilden. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr nun das mal habt, stellt euch vor, das Metall wären halt wirklich aus Punkte, die sich dauernd bewegen, ja? Und jetzt bewegt sich jeder Punkt nicht nur, sag mal, 1 Zentimeter nach links und rechts, sondern ich übertreibe das jetzt mal gleich 10. Dann braucht jedes dieser Teilchen natürlich mehr Platz und jedes andere Teilchen bewegt sich auch so schnell, will aber auch seinen Platz haben. Was bedeutet, es kann nur versuchen, mehr Raum einzunehmen und dadurch dehnt sich dann das Metall beim Erhitzen. Daraus folgt allerdings auch, dass beim absoluten Nullpunkt, also 0 Kelvin oder minus 273,15 Grad Celsius, die Entropie 0 ist. Warum? Dann bewegt sich das Teilchen gar nicht mehr. Ein schnell bewegtes Teilchen, da ist es schwer zu sagen, wo der aktuelle Zustand ist. Wo ist es denn genau gerade in dem Moment? Das ist schwer zu sagen, wissen wir nicht, deswegen hat es eine hohe Entropie. Aber bei 0 wissen wir, da, wo ich das Teilchen in Anführungszeichen abgelegt habe, da ist es auch. Denn es gibt keine Energie, die dazu führt, dass sich es irgendwie bewegt. Und damit ist die Entropie auch 0. Und das ist das, wohin das Universum strebt. Nehmen wir unser Methanbeispiel, weil das ziemlich gut ist, und ändern das ein bisschen ab. Also, das heißt, wir lassen es gleich, aber wir betrachten es ein bisschen anders. Vorhin haben wir ausgerechnet, wie die chemische Energie in Form der Enthalpie sich ändert. Jetzt schauen wir mal bei der Verbrennung, wie es mit der Entropie, also der Informationsenergie, die in der Verbindung steckt, sich verhält. Die Reaktionsformel bleibt gleich, nur jetzt setzen wir halt nicht die enthalpischen Energien, sondern die bereits experimentell ermittelten entropischen Energien ein. Für Methan sind das 186 Joule plus 2 mal Sauerstoff mit 205 Joule, reagiert zu 214 Joule aus CO2 plus 2 mal 39 Joule aus Wasser. Das heißt, 596 Joule reagieren zu 292 Joule. Das bedeutet, die entropische Energie hat also um 304 Joule oder rund 0,3 Kilojoule, wenn wir das vergleichbar machen wollen, abgenommen. Und obwohl dies keine gebundene chemische Energie, sondern an sich nur die energetische Unordnung ist, wird dies natürlich dennoch frei und ist somit wirksam.
Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist auch der rechnerische Beweis. Wenn wir Methan anzünden, dann brennt das von alleine. Wir müssen da nicht irgendwie haufenweise Energie reinstecken. Außer die sogenannte Startenergie, die gibt es halt immer. Die erstmal bewirkt, dass die Reaktion in Gang gesetzt wird. Oder gibt es gar nicht immer, stimmt nicht oft. Und dann brennt das von alleine weiter, bis kein Methan mehr übrig ist. Warum ist das so? Ja, das ist die Ursache, ist die Entropie. Wir sehen, dass die Produkte energieärmer sind, entropisch energieärmer sind, als die Edukte, die Ausgangsstoffe. Und deswegen wird diese Reaktion, sobald man sie gestartet hat, sich von alleine immer weiter fortsetzen, bis nichts mehr da ist zum Verbrennen. Andersrum wäre es, wenn wir sagen, wir kehren das um. Das ist durchaus möglich. Wir können Methan erzeugen aus CO2 und Wasser. Das klappt allerdings nicht von alleine. Da müssen wir kontinuierlich Energie reinpushen. Einfach, weil wir sagen, wir müssen es in einen ordentlichen Zustand bringen, in Anführungszeichen. Und diese Energiedifferenz, die müssen wir halt investieren. Wir können nicht sagen, okay, wir lassen das sich jetzt einfach zurückverwandeln. So einfach klappt das nicht. Wir müssen wirklich die nötige Energie dafür aufwenden, weil die halt wieder im System gespeichert werden muss. Das bedeutet aber auch, aus der Verbrennung wird nicht nur die in Thema 1 berechnete enthalpische Energie von 802 Kilojoule, sondern auch die 0,3 Kilojoule entropische Energie frei. Diese haben in der Regel vernachlässigbar, da verhältnismäßig gering. Also wenn wir uns das mal ausrechnen, das sind ungefähr 0,04%. Das ist jetzt nicht wirklich relevant und deswegen wird das oft vernachlässigt. Allerdings ist das bei der theoretischen Herleitung und Erklärung in der Parapsychologie für Phänomene sehr wichtig. Warum? Naja, machen wir ein Beispiel. Wir nehmen EVPs auf. Das ist enthalpisch wenig energieaufwendig, es bedarf wenig Energie. Bestes Beispiel, wenn wir sie wieder abspielen, reichen zwei kleine AA-Batterien. Aber wie sieht es aus, wenn es sich um konkrete Antworten auf Fragen oder komplexe Texte handelt? Dann ist die Entropie sehr hoch, da ein hohes Maß an Energie notwendig ist, um komplexe Informationen zu erzeugen, zu speichern und wiederzugeben. Machen wir das mal ein bisschen deutscher und behaupten mal, wir haben eine Bandansage mit einer Warteschleife. In Variante A wird eine simple Ansage aufgenommen und diese gespeichert und wenn jemand anruft, wird die abgespielt. Sowas wie, hallo, bin gerade nicht da, ruf später an. Büb. Da muss nur eine Aufnahme gespeichert werden. Das erfordert nicht viel Speicherplatz und auch nicht viel Energie. Allerdings bei so einer komplexen Warteschleife, in Anführungszeichen, gibt es eine Regelauswahl. Hallo, willkommen bei sowieso. Drücken Sie die 1 für Informationen. Zur Datenschutzerklärung drücken Sie die 2. Wollen Sie einen Berater sprechen? Drücken Sie die 3 und so weiter. Und dann gibt es noch so Untermenüpunkte, sowas wie, keine Ahnung, Sie haben Berater gewählt, sehr schön. Jetzt geben Sie doch mal bitte, keine Ahnung, Ihre Kundennummer ein und so weiter. Das bedeutet, man muss halt immer dann so ein stufiges Verfahren abgeben und für jede Auswahlmöglichkeit müssen Ansagen aufgenommen und gespeichert werden und auch ein einfaches Programm geschrieben werden, welches dann filtert, damit es die richtige Aussage dann auch abspielt. Und all das muss passieren, auch wenn ein Anrufer sich nur für eine Auswahl entscheiden kann. Also sagen wir, es gäbe eine Bandansage, die dreistufig ist mit jeweils 2 Auswahlmöglichkeiten, dann haben wir 2 hoch 3 Varianten, es macht 8 Varianten, aber jeder Anrufer kann immer nur 3 der Auswahlsachen bestätigen. Das heißt, wir müssen zwar 8 aufnehmen, aber 3 werden nur gebraucht. Aber der nächste braucht vielleicht 3 andere. Von daher, das ist deutlich komplexer. In Variante A als auch B wird die Enthalpie nahezu identisch sein. Natürlich wird es ein bisschen energieaufwendiger sein, längere Sätze wiederzugeben, keine Frage, aber insgesamt macht das vom Prinzip nicht viel Unterschied. Die Entropie allerdings ist in Variante B um ein Vielfaches höher als bei A, da verschiedene Auswahlmöglichkeiten bereitgehalten und damit gespeichert werden müssen. Und zudem kommt noch der Informationsgehalt des notwendigen Programms zur Unterscheidung hinzu. Da erfordert es auch weniger Speicherplatz, eine simple Audiodatei zu speichern, als ein Programm zur Audioabfrage inklusive dieser Audiodateien, wie wenn man ein Rollenspiel spielt mit Tonausgabe und da verschiedenste NPCs sind, die irgendwelche Dialoge wiedergeben und man eine Auswahl treffen muss. Und wenn er ja sagt, muss ich sagen, hey, toll. Wenn er nein sagt, muss ich sagen, ach Mann, das ist gemein. Das ist deutlich komplexer, erfordert viel mehr Speicher. Und das ist dann auch, ich sage mal, so ein bisschen das Problem zwischen Energie- und Dimensionsthese. Es ist bekannt, dass Materialien Energie speichern können. Vor allem, wenn sie viel Metall oder leitende Strukturen wie Silizium enthalten. Aber
Es ist die Frage, wie viel kann gespeichert werden? Das ist ja nicht vergleichbar jetzt mit einem Stick oder einer Festplatte. Die Energiethese zum Beispiel, wenn einfach Energie gespeichert wird, und man sagt ja so besonders emotionale Vorfälle wie ein Schrei oder Wein oder sonst was, und die werden dann unter gewissen Bedingungen wieder abgespielt, was wir dann als Spuk wahrnehmen, die ist durchaus denkbar. Das ist kein Ding, das ist vorstellbar. Aber sagen wir jetzt mal, wir haben eine komplexe Kommunikation. Hey, ist hier jemand? Ja. Oh, wie heißt du denn? Ich bin die Susi. Hallo Susi. Sag mal, weiß ich nicht, wann bist du gestorben? 1888. Das zum Beispiel könnte entweder krasser Zufall sein, sehr unwahrscheinlich. Das ist dann halt weniger eine reine Audio-Wiedergabe, sondern ein Bewusstsein oder mindestens, ich sag mal, wie ein Programm. Und da ist die Frage, ist es denkbar, dass sowas Komplexes, sowas entropisch, sehr energieaufwendiges, innerhalb von normalen Gestein und anderen Materialien gespeichert werden kann? Und das ist eher unwahrscheinlich, dass da so viel Komplexität möglich ist. Da ist es eher wahrscheinlich, dass dann doch die Dimensionsthese greift und sagt, okay, diese Sache muss wahrscheinlich aus einer anderen Dimension kommen. Vielleicht unterhalten wir uns hier mit jemandem, der in demselben Raum ist, aber auf einer anderen dimensionalen Ebene davon. Aber das wird jetzt als Ausflug deutlich zu komplex. Dafür brauchen wir dann die Dimensionsthese, wo wir das wirklich deutlich einfacher betrachten und uns dann ein bisschen zum Schweren hinarbeiten. Jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem Freund Newton. Von seinen drei Gesetzen hat, glaube ich, jeder schon mal so ein Prinzip schon mal gehört, auch wenn er sie, denke ich, nicht auswendig kennt. Der hat sie erstmals 1687 in der Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, was in Deutsch so viel bedeutet wie mathematische Prinzipien der Naturphilosophie, niedergeschrieben und geäußert. Und ja, seitdem sind das die drei klassischen Grundlagen der Mechanik, die heute noch so gelten. Ausnahmen gibt es für die Quantenphysik. In diesen mikroskopischen Systemen klappt das leider nicht immer so. Deswegen sagt man, die klappen nur im makroskopischen System. Das erste Newton-Gesetz besagt, ja, dass alles irgendwie träge ist, wird deswegen auch Trägheitsgesetz genannt. Er hat das folgendermaßen formuliert: Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird, was so viel bedeutet wie: Objekte sind grundsätzlich träge. Das bedeutet, aus der physikalischen Sicht, sie behalten ihren aktuellen Zustand bei, solange keine äußere Einwirkung stattfindet. Das heißt, werfe ich einen Stein geradeaus mit, ich sag mal, 10 km/h im Weltall, dann fliegt er auch mit 10 km/h, weil das Weltall fast komplett leer ist, vernachlässigbar die paar Teilchen, die da rumschwirren, sage ich mal. Aber solange bleibt er konstant mit dieser Geschwindigkeit. Auf der Erde passiert das nicht. Nicht, weil der Stein nicht träge ist, sondern weil die Gravitation ihn nach unten zieht und er irgendwann dann zu Boden knallt. Das liegt aber daran, dass dann die Kraft der Gravitation auf ihn wirkt und deswegen sein eigentlich von mir geradlinig ausgegebenen Bewegungsimpuls verändert wird durch eine andere Kraft, die Gravitation, die ihn nach unten zieht. Fängt ein Objekt an, sich zu bewegen, dann ändert seine Richtung und Geschwindigkeit. Dann muss eine Kraft von außen auf dieses einwirken, hat also nichts mit der psychologischen Trägheit zu tun, so nach dem Motto, jemand ist faul. Das zweite Newton'sche Gesetz wird auch vereinfacht Aktionsprinzip genannt, da es Folgendes besagt: Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt. Ich gehe zu, das wirkt sehr, sehr sperrig. Bedeutet aber nichts weiter, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Achtung, wichtiger Hinweis, bitte Beschleunigung nicht, was oft passiert, mit Geschwindigkeit verwechseln. Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Beschleunigung ist aber die Geschwindigkeit pro Zeiteinheit, also Weg durch Zeit mal Zeit. Weil, Beispiel, sage ich mal, ich werfe meinen Stein mit 10 Kilometer pro Stunde, dann ist das V die Geschwindigkeit. Die Beschleunigung kommt auch daran, wie schnell ich dafür bin, wie lange ich dafür brauche. Wenn ich also sage, ich schaffe das in einer Sekunde, ihn auf diese Geschwindigkeit zu bewegen, dann hat der eine Beschleunigung nicht von 10 Kilometer pro Sekunde, sondern 10 Kilometer pro Quadratsekunde. Das ist wichtig, weil so müssen wir uns die Einheiten dann auch herleiten. Denn Kraft ist also abhängig von Masse, Geschwindigkeit und Zeit. Die SI-Grundeinheit der Kraft wird Newton genannt. Und entspricht 1 Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde.
Ist auch eigentlich schon ganz klar, wenn man die Formelzeichen einsetzt. Masse ist halt wie gesagt Kilogramm in dem Fall. A, die Beschleunigung ist Meter pro Quadratsekunde, also dann passt das schon, dann merkt man, dass das rauskommen muss. Und machen wir da zum Beispiel und fragen uns, was ist schwerer, einen Medizinball mit 10 Kilogramm oder einen Tennisball mit 0,058 Kilogramm auf 10 Meter pro Sekunde zu beschleunigen? Rechnen wir es für einen Medizinball mal aus. Der hat eine Masse von 10 Kilogramm, die Beschleunigung sind 10 Meter pro Quadratsekunde. Die Kraft ist Masse mal Beschleunigung, also 10 Kilogramm mal 10 Meter pro Quadratsekunde. Das macht 100 Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde, das sind also 100 Newton. Tennisball im Prinzip das gleiche, nur dass wir statt der 10 Kilogramm Masse die 0,058 Kilogramm einsetzen, kommen dann auf 0,58 Newton. Logische Schlussfolgerung oder Beweis: Es ist leichter und erfordert weniger Kraft, den Tennisball als Medizinball auf 10 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Was logisch ist, natürlich habe ich jetzt hier mal ganz grob den Luftwiderstand weggelassen. Können wir uns gut bei einem Luftballon vorstellen, der hat zum Beispiel eine geringe Masse, beschleunigt den mal mit Werfen auf 10 Kilometer pro Stunde. Das ist fast unmöglich, weil der Luftwiderstand riesengroß ist. Aber das nur by the way. Und last but not least, das dritte Newton-Gesetz. Das wird Wechselwirkungsprinzip genannt, ist wahrscheinlich das berühmteste und besagt, Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, Aktio, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A, Reaktion. Kräfte wirken also immer in gleicher Stärke wechselseitig und entgegen zueinander. Das heißt, schiebt eine Quelle B ein Objekt A nach links, wird Quelle B mit derselben Kraft nach rechts geschoben. Die meisten kennen das als Aktio gleich Reaktio. Das klingt immer sehr simpel, kann aber in der praktischen Anwendung Probleme verursachen. Dazu mal folgendes Gedankenexperiment. Wie schnell wird sich ein Segelschiff fortbewegen, wenn Windstille herrscht und ein auf dem Schiff montierter Ventilator das Segel mit 30 km pro Stunde bläst? Ich weiß, hier fehlen haufenweise Dinge: Reibungsenergie, Luftwiderstand, wie ist der Tiefgang, Masse des Schiffs, Trägheit und so weiter und so weiter. Ist aber gar nicht wichtig, es sei natürlich, ich würde wirklich von euch verlangen, dass ihr es berechnet habt. Das hier ist keine Physikvorlesung, sondern eine parapsychologische Vorlesung mit physikalischen Grundlagen. Aber de facto möchte ich auf Folgendes hinaus: Das Schiff wird sich kein Millimeter bewegen, denn es passieren zwei Dinge. Klar erzeugt der Ventilator den Wind und bläst das Segel mit 30 km pro Stunde. Und da das Segel fest mit dem Schiff verbunden ist, gibt das diese Energie weiter und schiebt das Schiff natürlich nach rechts in dem Bild hier mit 30 km/h. Zeitgleich saugt der Ventilator aber auch Luft an. Und zwar logischerweise auch mit 30 km pro Stunde. Und diese Energie, die zieht das Schiff wieder nach links, diese Ansaugenergie. Denn Reaktio und Aktio. In beiden Richtungen die gleiche Kraft. Das heißt, es wird sich nicht bewegen. Wer das nicht glaubt, kann das ruhig auch mal googeln. Es gibt ein paar Experimente, die das gemacht haben. Und das ist halt tatsächlich auch so. Und das entspricht natürlich auch, Gott sei Dank, der Mechanik, das makroskopisch reicht, ansonsten hätten wir nämlich ein Problem mit unseren physikalischen Prinzipien. Anders wäre das, wenn wir uns Folgendes vorstellen. Sagen wir mal, es wäre zwar unpraktisch, aber der Ventilator wäre jetzt an der Anlegestelle befestigt. Dann würde sich das Schiff nach vorne bewegen, denn der Ventilator wäre nicht mehr Teil des Systems Schiff, sondern wäre Teil des Systems Anlegestelle und hätte zur Folge, dass auf die Anlegestelle ein Druck nach links, in Anführungszeichen schon 30 km pro Stunde herrscht. Die würde dann natürlich durch die feste Befestigung und dass die Anlegestelle viel zu viel Trägheit an sich zu bewegen, einfach nur ein bisschen auf die Materie wirken. Aber das Schiff würde sich trotzdem dann, wenn jetzt keine Reibungswiderstände etc. und so weiter wären, mit 30 km pro Stunde nach rechts bewegen, bis der Ventilator weit genug entfernt ist, dass diese Kraft halt nicht mehr ausreichend ist, um es zu bewegen. Ja, und diese Newton-Sätze sind natürlich auch für uns Wissenschaftler in der Parapsychologie geltend und wichtig, wenn wir gerade schauen, wir haben viel mit Energien zu tun und Kräfte, die irgendwo einwirken und müssen uns natürlich auch im Klaren sein, wie die wirken, was sie bewegen und ja, wie die physikalischen Grundprinzipien dazu sind, damit wir das richtig einordnen können und halt wirklich sagen können, ist das innerhalb des Systems, kommt zwar aus einem anderen System, wie hängt das zusammen? Denn gerade wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie, was ist Spuk?
Ist das eine Energie, die von hier kommt? Kommt das woanders her? Was ist das? Dann kommt man an solchen Grundprinzipien nicht vorbei. Und ich denke, dass das ein gutes Schlusswort auch für diesen ersten Teil der physikalischen Grundlagen ist. Denn damit habt ihr gesehen, es ist wichtig, sich damit zu befassen. Im zweiten Teil kommen dann noch ein paar leider komplexere Sachen. Ganz an die Quantenphysik kommen wir nicht vorbei. Aber ich hoffe, es war für euch interessant. Würde mich natürlich über einen Like freuen. Und sehr, sehr gerne natürlich könnt ihr bei Fragen oder Anmerkungen oder auch einfach, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar drunter lassen. Ich werde natürlich nach bestem Wissen und Gewissen dann versuchen, darauf einzugehen. Und ansonsten sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und ja, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.